Deutschlandweit registrierte die Polizei 2015 über 19.700 Fälle von Stalking. Die zumeist weiblichen Opfer leben in ständiger Angst vor dem Täter. Um eine Frau, der seit längerem nachgestellt wird, kümmern sich jetzt Paul Schwarz und Lisa Stein und decken dabei eine furchtbare Gewalttat auf. Egon 1126 von Egon. 1126 hört. Fahr zum Tiefbauamt in der Zillestraße 19. Frau Sarah Jacobs meldet, dass ihr Stalker Holger Preun trotz Näherungsverbot vor ihrer Arbeitsstelle aufgetaucht ist und sie massiv bedrängt. Sonderrechte sind frei. Ja, verstanden. 1126 ist unterwegs. Der Einsatzort liegt in einem Industriegebiet. Schon von außen hören die Polizisten Schreie. Ob diese vom Täter oder vom Opfer stammen, können die Beamten zunächst nicht ausmachen. Das müsste ja das Gebäude sein, ne? Jo. Hörst du schon? Da schreit schon einer. Leute, Leute, Leute. Was für ein Terror. Wir müssen ihm hinterher. Er versucht zu flüchten. Ja, der Herr Preun ist auf der Ladefläche eines Autos gelandet und hat diesen Fahrer sofort aufgefordert, loszufahren. Deswegen war mir erst nicht klar, ob die beiden zusammengehören oder auch nicht. Uns war auf jeden Fall klar, dass wir sofort mit dem Streifenwagen die Verfolgung aufnehmen. Weil wenn der Täter mit einem PKW oder LKW flüchtig ist, brauchen wir gar nicht erst zu Fuß hinterher rennen. Gibt's ja wohl nicht. Wir haben dann direkt versucht, mit dem Streifenwagen, dem flüchtenden LKW oder PKW den Weg abzuschneiden. Das ist uns auch glücklicherweise gelungen. Dann haben wir gesehen, dass der Herr Preun die Ladefläche des Autos verlässt und fußläufig die Flucht weiter fortsetzt. Hey, Kinder, Polizei! Stimmen! Stimmen! Stimmen, hab ich gesagt! Stimmen! Auf den Boden jetzt! Ah, lass mich doch, Mann! Ihr versteht das doch nicht! Da der Stalker aggressiv ist, legen ihm die Polizisten Handschellen an. Doch auch das beruhigt ihn nicht. Er beharrt darauf, mit seinem Opfer sprechen zu wollen. Es geht um Sarah. Und ich muss einfach mit ihr reden, verdammt nochmal. Achtung, der kommt. Ich lass mal gucken, was da dran ist. Ich weiß nicht. Der Kollege, der sucht sie einmal. Haben Sie gefährlich? Ja, nein, natürlich nicht. Ich will doch gar nichts Böses. Beruhig dich mal. Warum sind Sie denn hier und ihr müsst mich einfach verdammt noch mal zu Sarah lassen. Du wirst ganz sicher nicht mit Sarah reden. Haben Sie uns? Warum raffst du es nicht? Sarah, es ist wichtig. Wir sind Sarah. Sarah, jetzt. Ja, Sie haben Sarah, bitte. Ewig lange gestalkt und jetzt hat er sie endlich in Ruhe. Ja, aber das ist doch, hat doch damit gar nichts zu tun. Das hat da nichts mit zu tun, verdammt. Nachdem wir ihn verhaftet und zum Fahrzeug verbracht haben, hat er dauernd laut geäußert, dass er die Sarah sprechen muss, und zwar unter vier Augen. Worauf wir ihm entgegnet haben, er könnte uns das auch sagen. Er kommt jedenfalls nicht zu Sarah alleine hin. Und er hatte vehement darauf bestanden, aus welchen Gründen er das unbedingt wollte, dass nur mit der Dame gesprochen werden sollte, hat sich uns nicht erschlossen in dem Moment. Lass mich doch kurz. Der darf per einstweiliger Verfügung darf er gar nicht. Ja. Ja, und ja. Er hat mich auch immer in Frieden gelassen. Ja. Aber die letzten Monate stalkt er wieder wie früher. Und ich bin fix und fertig. Sarah, es hat damit nichts zu tun. Ja, der Mann hat sich auf der Arbeit in sein Opfer verliebt und es zwei Jahre lang gestalkt. Erst ein Gerichtsbeschluss konnte ihn stoppen. Warum er nun wieder aufgetaucht ist, müssen die Beamten noch ermitteln. Haben Sie das Gefühl, Sie müssen die Sarah schützen, oder was? Ich will einfach mit Sarah reden. Das ist nicht so schwer. Doch. Lassen Sie mich doch einfach mal. Meine Güte. Für Sie ist das jetzt unmöglich. Sie brauchen auch gar nicht die Arme so anspannen. Dann spanne ich gleich mal an, dann tut's auch weh. Ne? Kommen Sie erst mal runter und dann können wir uns vernünftig unterhalten. Ich bin unten, ich bin gerade gesprungen. Stalking beginnt, wenn die Person, die stalkt, die gestalkte Person, so weit unter Druck setzt, psychisch als auch physisch, dass die gestalkte Person darunter extrem leidet, sprich, dass sie eben unter Umständen Schlafstörungen bekommt, Angst hat, das Haus zu verlassen oder ihren normalen gewohnten Tagesablauf nachgehen kann. Wir setzen Sie jetzt ins Auto und dann klären wir mal auf der Wache ganz in Ruhe. Vielleicht ist das auch nicht der richtige Ort, um hier solche Gespräche zu führen. Nein, am besten mit Sarah.
Ja, sie reden wir uns doch einfach zu Sarah. Und dann ist Sarah möchte das Gott im Himmel, warum kracht denn hier keiner? Setzen sie sich was rein. Ich will, verdammt noch. Passen Sie auf Ihren Kopf auf, dass Sie sich hier nicht einhauen. Sie so rein. Ich komm mal rum. Ja. Obwohl die Beamten den Stalker überwältigt haben, sind ihre Ermittlungen vor Ort noch nicht abgeschlossen. Sie müssen die Rolle des Transporterfahrers klären. Haben Sie was mit dem Mann zu tun? Nein, ich weiß gar nicht, was gerade passiert ist. Nein, wissen Sie nicht? Geht's Ihnen gut? Sind Sie verletzt? Nein, mir ist nichts passiert, aber ich bin geschockt. Sie waren der Fahrer des Wagens und wir haben Ihnen gerade den Weg abgeschnitten, richtig? Ja, richtig. Ja. Ja, gut. Haben Sie einmal einen Ausweis für mich vielleicht? Ja, natürlich. Ja, kurz bevor wir die Fahrt dann zur Wache angetreten haben, habe ich noch mal Rücksprache mit dem vermeintlichen Fahrer des Fluchtfahrzeugs gehalten und habe mir den Ausweis geben lassen und überprüft. Der Fahrer war offensichtlich sehr aufgebracht, nervös und verängstigt. Er gab an, nichts mit dem Täter zu tun zu haben, mit dem Herrn Preun. Das fand ich auch sehr glaubwürdig, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass diese beiden Männer in Zusammenhang stehen. Ich denke, es handelt sich hier einfach um ein Zufallsopfer. Sollte der Herr noch mal hier auftauchen, der darf sich hier nicht nähern, können Sie uns direkt rufen, ja? Alles klar, danke schön. Versuchen Sie wieder runterzukommen und ja. Genießen Sie trotzdem noch Ihren Tag. Ja, ja danke. Ebenso. Tschüss. So, es geht los, ne? Jo. Die Beamten wollen herausfinden, warum der Stalker trotz Näherungsverbots sein Opfer wieder aufgesucht hat. Die Polizisten verbringen ihn deshalb für weitere Ermittlungen auf die Wache. Zur Vernehmung des Mannes übergeben die Schutzpolizisten ihn an ihre Kollegen von der Kriminalpolizei, Norbert Meinert und Manuel Wenner. Herr Preun, Sie sind da schon vorbestraft wegen dem Mist. Jetzt wieder? Das hat dieses Mal nichts damit zu tun, gar nichts. Gegen die Auflagen hat es trotzdem verstoßen. Wegen was ja, hast du, mit was hat es denn sonst zu tun? Ich möchte einfach mit Sarah reden, das ist wichtig. Aufhören, ich möchte einfach nur einmal mit ihr reden, das hat nichts damit zu tun oder so. Die Sarah ist ja von ihm total abgegessen, das ist ja wohl klar. Die will ja kein Wort mehr mit ihm reden. Geschweige denn sie sehen. Was wollen Sie ihr denn sagen? Sagen Sie es doch uns. Und wo war das jetzt? Das kann ich nicht. Ich will einfach nur so einmal nur mit Sarah reden, das ist wichtig. Die ganze Fahrt schon so. Herr Preun war vor uns sehr nervös. Behauptete ständig, er wolle unbedingt die Sarah Jakob sprechen, weil er ihr was ganz Wichtiges zu sagen habe. Das wirkte auf mich doch ein bisschen glaubhaft, weil Herr Preun weiß, dass er eine Strafe schon bekommen hat, dass er ein Annäherungsverbot hat. Und wenn er denn trotzdem hingeht, dann kann das natürlich mit seinem Stalking-Problem zu tun haben. Aber so wie er behauptet hat, war also die Gelegenheit und die Chance groß, dass er doch was zu erzählen hat. Ja, und was wollen Sie der Sarah sagen? Wenn sie gar nicht mit Ihnen reden will, aber Sie mit ihr, dann sagen Sie es auch uns, vielleicht können wir es vermitteln. Das geht nur um Sarah, darum ist es jetzt. Das ist mit Ihnen nichts oder sowas, ich will einfach mit Sarah reden. Noch ehe die Beamten den Stalker mit zur Vernehmung nehmen können, trifft dessen Mutter auf der Wache ein. Die Polizisten hatten dem Mann kurz zuvor gestattet, sie anzurufen. Wir gehen jetzt mal nach oben. Sind Sie die Mutter? Ja, ich bin die Mutter. Noch während die Mutter ihren Sohn zum Schweigen bringen will, taucht die Schwester des Stalking-Opfers auf der Wache auf. Sie will den aktuellen Stand der Ermittlungen in Erfahrung bringen. Kurz darauf erscheint auch der Anwalt des jungen Mannes und macht ihm eine unmissverständliche Ansage. Doch auch das beruhigt ihn nicht. Sie werden auch nichts weiteres sagen. Also mein Mandant macht von seinem Zeugen Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Und damit ist für ihn heute hier die Sache erledigt. Der Anwalt, der dann auch erschienen, hat dann seinen Mandanten geraten, hier keine Aussage bei der Polizei zu machen. Und wenn dann ein Rechtsanwalt praktisch im Auftrag seines Mandanten hier diese Aussage macht, dann muss die Polizei auch zurücktreten. Dann kann sie die Personalien noch feststellen, Spuren vielleicht noch sichern, erkennungsdienstlich behandeln und all diese Dinge. Aber zur Sache selbst braucht der Mandant oder der Beschuldigte sich dann in der Tat nicht zu äußern bei der Polizei und kann in diesem Fall theoretisch auch wieder nach Hause gehen. Dann bekommen Sie später eine Vorladung zur Aussage. Sie haben nochmal die Gelegenheit. Nein, das geht nicht. Was ist denn los? Sarah ist in Gefahr. Wieso ist sie in Gefahr? Ich hab die schon länger beobachtet. Ich hab die zufällig in der Stadt getroffen. Schon länger? Ja, Gott, das ist halt... Du darfst dich überhaupt nicht nähern. Jetzt ja gerade dabei... Ich hab gesehen, ich wurde beobachtet von zwei Männern. Ja. Und das war ganz cool am Haus und die haben Fotos gemacht und sowas.
Das haben Sie, Sie beobachtet, weil Sie die Sarah beobachtet haben. Ja. Okay, ist ja alles gut. Ist ja alles gut. Ich meine, das ist zunächst... Deshalb will ich doch nur mit Sarah reden. Ich weiß doch, dass ich Scheiße gebaut habe. Ja, aber du wolltest doch nur Sarah sagen. Der Stalker ist sicher, dass die zwei Männer Sarah etwas antun wollen. Um seine Aussage zu untermauern, präsentiert er den Kripo-Kommissaren Handyfotos, die Ermittlungen weiter voranbringen. Okay. Kennen Sie diesen Typen? Ja, tatsächlich. Den kenne ich nicht, aber den hier. Das ist Ralf Vogt. Ralf Vogt? Meine Schwester, wer ist Ralf Vogt? Meine Schwester hatte mal ein paar Wochen was mit dem. Es war aber echt tatsächlich nichts Ernstes. Aha. Aber dieser Ralf war, das war einfach ein total falscher Kerl. Der hat nur auf der Tasche gelegen von Sarah, hat sich total aushalten lassen. Während Norbert Meinert eine Personenstandsabfrage durchführt, erfährt sein Kollege, dass der Stalker die beiden Männer zufällig im Baumarkt beobachtet hat. Manuel Wenner hakt nach. Keine Ahnung, die waren im Baumarkt, haben irgendwie eine Bohrmaschine, ein Brecheisen und ein Klebeband gekauft. Ich hab halt... Sie haben die im Baumarkt getroffen oder was? Ja, zufällig halt. Die Überprüfung des Ralf Vogt ergab ja, dass er anschließend vorbestraft war, auch mit körperlicher Gewalt. Das hat wohl Herr Preun zumindest gefühlsmäßig mitbekommen und hatte dann also sofort das Bedürfnis mitzuteilen, dass er diese beiden Männer im Baumarkt belauscht hat. Und hat zwar gesagt, zufällig, aber ich glaube, er ist diesen Männern gefolgt, um also seiner Sarah einen Dienst zu erweisen. Vor einigen Monaten ist unser Großvater verstorben. Okay. Und er hatte uns eine sehr, sehr wertvolle Münzsammlung hinterlassen. Ja. Ich habe meinen Anteil habe ich damals sofort versetzt, aber das ist ja auch egal. Aber meine Schwester hat ihren Anteil, 20.000 Euro. Okay. Meine Schwester hat ihre Münzen zu Hause im Tresor. Ja. Es ist durchaus möglich, dass Ralf das weiß. Die Kommissare glauben, dass der Einbruch heute durchgeführt werden soll. Sie befürchten, dass die Frau zu Hause in großer Gefahr ist. Zu ihrer Unterstützung ziehen sie Kollegen der Schutzpolizei hinzu und brechen sofort auf. Kurze Zeit später erreichen die Polizisten die Adresse der Frau. Dort wirkt alles friedlich und nichts deutet auf das Drama hin, das sich gerade im Inneren des Hauses abspielt. Könnt ihr ein bisschen darauf achten, dass hier keiner aus dem Haus rausläuft? Vielleicht du da und du da? Wir sichern ab, ja. Bisschen absichern, genau. Okay. Wir gehen noch mal rein. Die Tür ist schon offen, ey. Die Tür ist offen. Ja. Frau Jacobs? Hey, guck. Oh. Als wir an die Eingangstür kamen, stand die Tür schon auf. Wir haben sofort Einbruchspuren festgestellt. Da gehen sofort die Alarmglocken innerlich los. Aufpassen, heißt es für uns. Und insofern war eigentlich ganz schnell klar, dass hier Gewalt angewendet worden ist. Frau Jacobs? Die Kripo-Kommissare sind sicher, dass sie es mit zwei äußerst gewaltbereiten Tätern zu tun haben. Bei der Durchsuchung des Hauses hat für die Beamten daher Eigensicherung oberste Priorität. Stimmt, das sind welche, das sind Leute. Das sind welche. Guck, pass. Gibst das Ding auf? Das seid ihr wahnsinnig. Eine Frau, ein Mann. Nein, ich kann keinen Schlüssel geben, weil ich keinen Schlüssel brauche. Ich sag dir, das letzte Mal, du gehst nicht mit den Schlüsseln, ja? Kriminalpolizei, lass die Frau in Ruhe. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Was geht los? Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Machen Sie keine Dummheiten! Stehen bleiben! Mensch! Idiot! Der Täter nahm eine Geisel, das war die Frau Jacobs, die er praktisch so die erste Person hier getroffen hatte und war bewaffnet mit diesem schwarz-gelben Kuhfuß und bedrohte sie massiv damit. Frau Jacobs konnte sich glücklicherweise in einem Moment etwas von ihm befreien und in dem Moment versuchte er schon wieder praktisch mit diesem Ding auch zuzuschlagen und dann habe ich ihn praktisch einen Schuss versetzt, nachdem ich es vorher aber auch angedroht habe, dass ich schießen werde. Hä? Ach. Herr Vogt, hä? Ja, super. Was wollten Sie denn hier? In der Situation, in der ich mich jetzt befunden habe, als derjenige, der geschossen hat, das war für mich
eigentlich natürlich nicht leicht im Nachhinein oder vorher nicht. Denkt man drüber nach, ist schwierig. Aber in dem Moment, wo ich dann da drin war, war es für mich nicht schwer, weil ich gedacht habe, ich kann die Frau jetzt wirklich retten vor einem Schwerverbrecher. Nichts anderes war für mich. Und dann habe ich das einzig Richtige gemacht, denke ich mal, und habe ihn praktisch niedergestreckt, sodass die Frau dann auch befreit war. Alex, komm, um hoch! Wir brauchen ATV! Die Kripo-Kommissare übergeben die beiden Täter ihren Kollegen von der Schutzpolizei. Nachdem sie das gefesselte Opfer befreit haben, erfahren sie Einzelheiten zu der Tat. Dann hat ihn eine reingeschlagen? Ja, das sieht man hier noch. Aber sonst geht's mir um. Den Safe sollten Sie auch öffnen? Ja. Also ich sollte die Nummer bekannt geben. Das habe ich natürlich nicht getan. Haben Sie nicht gemacht? Sie in die Polizei. Geht's Ihnen soweit sonst erstmal ganz gut? Ja, mir geht's einigermaßen. Ist natürlich der Schock. Angefangen von der Sachbeschädigung an der Wohnung geht es über schweren Raub, zumindest versuchten Raub, Körperverletzungen bis hin zur Geiselnahme und Lebensbedrohung. Boah, dann gehen wir vielleicht erstmal in den Garten kurz. Ja, ne? Ganz genau. Dass wir ein bisschen frische Luft kriegen, das ist ja wirklich... Die Beamten ermitteln, die Geschädigte lag im Bett und hörte Geräusche aus dem Wohnzimmer. Als sie dem Krach nachgehen wollte, wurde sie sofort von den Tätern überwältigt. Wann sind Sie denn gekommen? So ungefähr vor anderthalb Stunden. Vor anderthalb Stunden. Mhm. Ein Segen kam. Haben Sie so lange da unten im Keller gesessen? Ja, natürlich. Also erstmal ging das oben los und dann sind die natürlich auf mich losgegangen und dann haben die mich nach unten geschleppt. Der eine Täter, der muss erstmal ins Krankenhaus, der hat eine Schusswunde, also das ist natürlich schon eine massive Verletzung, die muss erstmal hier notärztlich versorgt werden. Der andere Täter war unverletzt, der wird direkt zur Wache gebracht, wird dort erkennungsdienstlich behandelt, wird von uns dann vernommen und später im Haftrichter sicherlich vorgeführt werden. Wir bauen nochmal die KTU hier an den Einsatzort. Da sind einige Einsatzwerkzeuge und auch der Tresor, der aufgebrochen werden sollte, ist auch noch da. Okay. Tatsächlich ist es so gewesen, dass der Stalker von der Sarah Jacobs, der sich ihr verbotenerweise angenähert hat, wegen der Hinweise, die er unbedingt loswerden wollte, indirekt der Retter war für Frau Jacobs und auch letztendlich für ihre Münzsammlung, die sie noch hat. Und in diesem Fall hat auch die Polizei davon profitiert. Wir konnten den Überfall verhindern und auch schlimmere Verletzungen. Wir fahren dann schon mal los. Alles klar, vielen Dank für die Unterstützung. Der macht ja keinen Ärger, ne? Weil er gegen sein Annäherungs- und Kontaktverbot verstoßen hat, wurde der Stalker zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Er setzt seine Therapie fort und lässt sein Opfer in Ruhe.